Marc, du bist, so wie ich dich mitbekommen habe, auch für jeden Spaß zu haben. Ja, klar. Sehr gut. Weil ich habe mal überlegt, wir drehen das Video nackt zum Beispiel. Okay. Hello everyone, this is Mike again for you. Today with another video. Next to me sits Maximilian and he is going to choose some watches and I will show this to him right now. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Freunde, wie man meinem Lächeln schon erkennen kann, ist heute ein sehr, sehr spannender und aufregender Tag für mich, denn Marc ist zu mir gekommen, um mit mir einen Schluck Kaffee zu trinken. Grüß dich Marc! Ja, schön, dass du vorbeischaust bei mir. Ja. Wien. Na, wir haben uns in München getroffen, sehr nett von dir, dass du mir da einen Sprung entgegenkommst. Ja klar, kein Problem. Was hast du eigentlich mitgebracht? Das würde mich interessieren. Wir haben hier, also du hattest ja so ein paar Wünsche, sagen wir mal, geäußert. Ne? Du hast gesagt, du würdest gerne dir ein paar Modelle anschauen und ja. Ich habe jetzt hier etwas vorbereitet. Eine sehr ungewöhnliche Wahl. Die meisten, denke ich mal, in deiner Position würden eher etwas anderes wählen. Iced Out. Sei es jetzt Iced Out oder halt aktuelle Modelle, die jeder kauft. Ja. Aber ich muss eine Sache sagen, die du jetzt hier gewählt hast oder die ich dir jetzt hier zeigen werde, das sind Uhren, die dann würde ich mir sogar selber kaufen. Damit macht man absolut nichts falsch und vom Preisniveau her haben die eine ganz, ganz tolle Zukunft vor sich. Ja, so wie ich. Ja, genau. Ja, vielleicht fangen wir erstmal an. Ja. Mit welchem Karton möchtest du als erstes sehen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ja, fangen wir mit der Rolex an. Mit der Rolex. Ja, ist das? Okay. Rolex steht dabei. Genau, Rolex. Und zwar den Karton, wenn jetzt die wenigsten kennen, jeder, der eine Rolex von euch wahrscheinlich zu Hause hat, hat eher einen anderen Karton. Das hier ist einer aus den, tatsächlich aus den 90er Jahren. So sah das früher aus. Und wir haben hier eine GMT Master. Da habe ich irgendwie erfahren, dass eine traurige Vorgeschichte existiert. Ja, leider. Ich habe die vererbt bekommen, wie viele von euch wissen, von meinem Opa. Die wurde mir aber entwendet. Und ja, dementsprechend hat das so ein bisschen ein Loch in meine Brust gerissen. Aber wir werden schauen, vielleicht werden wir diese Lücke wieder füllen. Du beginnst vielleicht eine neue Tradition dann hiermit. Ja. Du kannst vielleicht dann deinem Sohn oder Tochter weitergeben. Wir genau. haben nämlich hier... Tochter nicht, aber... So. Okay, ja, eine 16700 und ich habe dir das im Paket so zusammengepackt. Du hattest die damals in schwarz, richtig? Genau, also wir haben jetzt hier die, richtig, ja. die Pepsi-Lünette und die schwarze Lünette in einem. Das ja, ist einfach ein sehr schönes, komplettes Set. Das heißt, ich habe zwei Uhren in einem quasi? Ja, genau. Also man kann das immer tauschen. So sieht das Ganze aus. Krass. Also es ist halt vom Zustand her exzellent. Ne? Und du siehst, wir haben alle Tags noch mit dabei, Hangtags und so weiter. Ja. Bedienungsanleitung und das ist das alte Zertifikat. Vielleicht auch für die meisten kennt man das so nicht. Das war damals halt so ein Faltpapier. So habe ich es noch zu Hause, ja. Ja? Ja. Das Papier habe ich noch, aber die Uhr halt nicht mehr. Vielleicht kommt es ja mal irgendwann zurück. Ja, das wäre mega. Vielleicht kannst du mir da sogar helfen. Ja, hast du es gemeldet? Nein. Okay, das musst du auf jeden Fall machen. Ja, dann ziehst du einfach mal an. Ja. Vielleicht müssen wir noch was rausnehmen, Bandelemente oder so. Ist die echt? Das. Das alte Oysterarmband. Müssen wir gleich noch was rausnehmen? Ja, müssen wir noch was rausnehmen. Genau, also krass, ich habe quasi die Pepsi und dann noch die GMT Master in einem. Ja, die kenne ich, so wie ich sie früher hatte. Ich hatte noch den ganz alten Verschluss tatsächlich. Noch? Aber ja, noch älter als der mit krass. Dem... Weil genau. Hiernach kam nochmal einer und dann kam erst das Update. Also wenn du noch eine Generation vor dem hattest, dann war es echt eine... Dann hast du wahrscheinlich aus den 80ern gehabt. Aber sonst kannst du mal die Lünette drehen, die ist extrem crisp, auch von dem Feeling her. Ja, ja, ja. Also da hast du auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Modell. Ja, das wäre die erste Wahl. Das ist als solches ein Modell, also das ist dasselbe wie ein Bargeld. Ne? Also ob du jetzt das Bargeld hast oder die Uhr, ist eigentlich gleich. Ja, also gerade bei der Uhr, das war glaube ich die zweite oder dritte Uhr, die ich selber auch gekauft habe. Und ich habe damals bezahlt 4.500 Euro vor 4-5 Jahren oder sowas. Ne? Wie viel ist die jetzt wert? Aktuell würde ich die verkaufen so für 12,5 ungefähr. Ja. Das ist so, sage ich mal, ein fairer Preis für das Modell. Es wird halt immer wieder, es gibt viele Uhren auf dem Markt, aber das Problem ist halt die in dem Set zu finden, das ist die Schwierigkeit und es zählt am Ende jedes Detail, also jedes Hangtag, alles gehört dann dazu. Ich meine, das ist ja klar, ne? Ja. Ähnlich wie beim Sneaker-Game ist es ja auch so, wenn du den Umkarton hast. Je mehr du hast und je mehr es im Originalzustand ist, desto teurer natürlich. Genau. Aber da ist wirklich alles dabei quasi. Ja. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir zu der etwas größeren Box. Und zwar Audemars Piguet.
Wie auch jetzt hier haben wir den Originalkarton aus der damaligen Zeit. Heute sieht er ein bisschen minimal anders aus, hat aber auch noch diese quadratische Form. Und hier drin ist eine Uhr, die ich persönlich sehr, sehr mag. Das ist eine meiner wirklich. Also ich selber feiere diese Uhr extrem. Das möchte ich genauso tragen. Und zwar ist es die 39mm, nicht die 41er, sondern die 39mm Kasparov. Also der Schachspieler damals hat die Uhr immer getragen. Und das ist das Modell mit einem weißen neutralen Ziffernblatt, auch cool in der Edition. Ne? Da hat man halt, sag ich mal, eine weiß, eine schwarz. Und die Royal Oak als Chronograph ist einfach ein Traumuhr. Die ist ja mal mega krass. Also du hast die mal in einem Video gezeigt, wo du irgendwelche Uhren geschrottet hast. Und ich habe mich instant verliebt in die Uhr. Ja. Und seitdem war das immer ein Grail von mir, aber dass ich mir das heute erfüllen kann, liegt natürlich hauptsächlich an euch, liebe Leute. Ja, ich habe mir gestern tatsächlich mal den Wertzuwachs von der Uhr angeschaut. Noch vor knapp 5,5 Jahren lag die Uhr bei knapp 10. Wahnsinn. Und jetzt bei? Jetzt liegt sie, sagen wir mal, in dem Set bei um die 25. Wahnsinn. Aber ich sage dir eine Sache, nächstes Jahr um diese Zeit, wenn wir hier sitzen werden, also die 30 sollte ich schon packen. Tatsächlich? Mhm. Okay. Krass. Und die Rolex? Also im Ausblick denke ich, dass in 12 Monaten das Modell wahrscheinlich so bei 18 liegen wird. Bei 18? Ja. Okay. Also das ist eine Prognose jetzt von ihr. Ne? Ja. Du kriegst viele Anfragen, wie viel ist meine Uhr in einer halben Stunde wert? Genau. Wahnsinn. Jetzt, wenn ich die Uhr jetzt kaufe, muss ich auf irgendwas achten? Kann ich die kaputt machen, wenn ich irgendwo anschlage? Oder also das eher weniger, aber du musst tatsächlich auf, also die Rolex ist so wie ein Traktor, die läuft immer, alles easy. Bei der Uhr gibt es eine Besonderheit, und zwar hier gibt es ja eine Datumsfunktion. Das heißt, es ist wirklich essentiell, dass wenn du die Uhr jetzt nicht trägst und die wieder einstellst, gib mir die Nummer. Ja, wie kriege ich die ab? okay. Dass du erstmal die Zeiger allgemein auf 6 Uhr stellst. Weil wenn du in der Datumsphase drin bist und jagst dann die Datumsschnellschaltung durch, dass du das Datum schneller einstellen kannst, dann wirst du höchstwahrscheinlich das Uhrwerk beschädigen und dann musst du zur Revision. Also von daher ist es wirklich wichtig, dass du erstmal das Ding rausziehst, dann auf 6 Uhr stellst. Und dann kannst du erstmal ein bisschen aufziehen oder halt das Datum hier einstellen, so wie du es hier... Ja, du hast das ja aufgeschrieben, oder? Ja. Ja, also das kannst du mir auch einfach schreiben. Das ist das Einzige, sonst musst du eigentlich nichts... Allein wieder schon in so einer fetten Box. Was ist das für ein Holz? So Mahagoni ist das. Ja, mit Papieren, und der Vorbesitzer hatte die auch mal zum Service gegeben. Da hast du noch die Unterlagen mit dabei. Ist einfach eine schöne Dokumentation. Ja. Und ein tolles Set. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, wie ich das Video... Was hast du dir denn bei gedacht? Woher kommt das Interesse an Uhren? Manche Leute zum Beispiel auch aus dem Fashion Game sagen, dass es jetzt nicht so wichtig ist. Ja. Woher kommt das Interesse? Also ich kaufe das eigentlich nur, damit jeder sieht, wie erfolgreich ich mit meiner Modemarke bin. Ah, läuft bei dir also? Ja, okay. Meine Rolex, die ich hatte, die habe ich sehr wertgeschätzt, vor allem auch deswegen, weil ich sie von meinem Opa bekommen habe. Wie alt warst du, als du die bekommen hast? Ich hätte sie schon früher bekommen sollen, dann gab es aber einen Absturz bei meinem Geburtstag, und dann haben meine Eltern gemeint, ich bin noch nicht reif genug für diese Uhr, und dann gab es halt nochmal einen Absturz vor 1 oder 2 und dann war sie weg. Also, nein! Eigentlich nicht so intelligent, dass man da Uhren kauft. Aber die Faszination war nicht so groß. Erst, wo ich dann wirklich APs mehr und mehr gesehen habe, AP ist mein absoluter Favorit. Mhm. Also alleine die AP Skeleton ist nochmal so für mich eine Stufe drüber. Yeah. Und die finde ich einfach für mich eine wunderschöne Uhr, und die ist quasi der halt als Ersatz gewesen zu der Uhr, die ich leider verloren habe, um sie weitergeben zu können an die nächste Generation. Aber AP, das ist einfach eine Uhr, die mir ästhetisch einfach unfassbar gefällt, und wo du die damals präsentiert hast, da habe ich mich einfach verliebt, und seit einem Jahr schwärme ich davon. Ja, ist halt auch so der nächste Schritt, ne? Wenn man ein bisschen mit Rolex Erfahrung hat, ist AP so das Modell, was die Leute an sich dann kaufen, wenn die sich weiterentwickeln. Ne? Mein Herz steckt auch für AP. Ja, tatsächlich. Ja, jetzt ist die Frage, welche nehme ich? Gar keine. Danke, dass du mir die Uhren gezeigt hast. Pass auf, das ist auch schon vorgekommen. Ne? Tatsächlich. Also jetzt nicht nur das Video? Nein, nicht. Aber also, das ist alles schon da gewesen. Also das fällt jetzt nicht das erste Mal. Ja, welche würdest du mir raten? Also wenn du mich so fragst, wenn du dir finanziell die AP natürlich erlauben kannst, dann würde ich dir, der Wertzuwachs hier wird schon überproportional zu denen hier sein. Ja. Beide Uhren, kannst du nichts falsch machen, natürlich das nächste Level ist halt AP. Von daher, meine Empfehlung wäre jetzt, die AP zu wählen, weil ich die auch in diesem Jahr, ist das glaube ich die erste, die ich da habe. Ja. So.
Okay, okay, also die bekommt man auch schwer. Mhm. Ja, ich, wo ich die AP gesehen habe, habe ich mich eigentlich schon verliebt. Das heißt, ich werde safe die AP nehmen. Ja, das ist keine schlechte Wahl. Sehr, sehr schön, ja. Sehr, sehr schön. Wunderschön, Uwe. Darf ich es mal sehen? Ja, klar. Kommt auch gut mit dem Hoodie von M&M übrigens. Okay, da sind wir jetzt, hast du gesagt, Verkaufspreis wäre 25. Mhm. Okay, und die wäre Verkaufspreis 13. Genau, also 12,5. Jetzt einfach mal so ins Blaue geschossen, was ist, wenn ich beide nehme? Also bei mir, so gesehen, das ist halt eine Sache, die ich mir so geschworen habe, bei mir gibt es nie halt Rabatte. Ne? Ich gebe immer das Beste, was möglich ist, aber halt nicht. Okay, das heißt, wir wären bei beiden bei 27, 37,5? Genau, ja. Ja, beide wären schon, halt schon übertrieben. Aber du musst, also ich will dich hier nicht zu nichts Ja, halten, nein, es ist halt, ich muss die fast eigentlich, ich müsste die nehmen, um diese Lücke zu füllen, aber mir gefällt die wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, ich nehme beide. Ja. Also es ist mit Sicherheit nicht die schlechteste Idee, sein Geld da zu parken als solches. Und ja, ich meine, mich freut es. Bei mir vielleicht schon. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich finde die einfach nice. Was? Ja, was soll ich machen? Ich muss die sowieso nicht. Was soll er machen? Einfach zuschauen. Du nimmst beide jetzt? Okay. Ja, geplant oder so eigentlich nicht, aber ich habe mich halt verliebt. Ah, schau, jetzt kriege ich es auch mal auf. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Dankeschön, Marc. Ja, ich muss natürlich auch den Moment catchen, um mich zu bedanken, liebe Leute. Das ist absolut nicht selbstverständlich, dass ich aktuell in dieser Position bin, mir solche Dinge leisten zu können. Das habe ich hauptsächlich euch zu verdanken. Ich bin unfassbar dankbar, dass einige von euch erkannt haben, was wir für eine Qualität liefern, mit was für einer Leidenschaft wir dahinter stecken. Und ja, ich habe es immer wieder auf Instagram gesagt, ich packe das eigentlich momentan alles gerade nicht, was da abgeht, aber ich bin euch unfassbar dankbar und vielen lieben Dank, ich kann gar nicht mehr reden, an jeden Einzelnen da draußen. Ja, Marc, vielleicht hast du die letzten Worte. Ja, also ich freue mich und auch für deine Community. Wir haben uns auch gestern, glaube ich, im Livestream oder vorgestern ein paar Videos und so weiter angeschaut. Ich freue mich, dass du die Auswahl getroffen hast und du wirst mit Sicherheit nicht bereuen. Ich hoffe es, sonst komme ich nochmal zu dir. Ja, kannst du. Perfekt, liebe Leute, das war's von diesem Video. Nochmal danke, ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, wo es an der Zeit ist, nicht nur mir was zu gönnen, sondern auch euch was zu gönnen. In diesem Sinne, das war's von Marc, das war's von mir, euer Maximilian. Ciao. Krass.